Willkommen zu einem weiteren angeschaut und ausprobiert Video und als erstes erfolgt natürlich die Spielauswahl für diese Folge. Okay, also dann heute Moonbase Alpha. Auf in die Installation und mal schauen, was ich da tatsächlich anstellen kann und in welchem Umfang ich dort eine Mondkolonie errichten kann. So, das Spiel möchte etwas über 1 Gigabyte installieren. Mal wieder ein License Agreement und lädt 787 MB runter. Also es wird noch einen Moment dauern, aber zum Glück nicht allzu lange. So, also das ist Moonbase Alpha und ja, direkt mal in ein neues Spiel gestartet. Und okay, also ich kann mit 1 bis 2 Spielern oder in 2 Team, Competitive Mode, Free Play. Sauerstoffproduktion soll in 25 Minuten wiederhergestellt werden oder die Mission schlägt fehl. Ja, wenn ich die Mission erfolgreich abschließen sollte, dann werden meine Punkte in das Leaderboard eingetragen. Aber erstmal sehen, was ich da überhaupt so anstellen kann. Okay, also das ist eine Mondstation erstellt und gut. Lunarbase Alpha, this is Research Team Beta. Over. Copy that, Beta. Go ahead. We're returning from the field. We should be back at the outpost in less than 5 minutes. Over. Copy that, Beta. We'll see you in 5 minutes at NAV. Das sieht nicht gut aus. What was that? Looks like we got hit by crumple. Maybe a meteor strike. Smashed up the solar ring, something terrible, and knocked out the living quarters life support system. There we go. We need your help. We're running out of oxygen. We need to get that solar ray online and the life support system repaired ASAP. All the supplies you need should be in the equipment shed. Readings show the area around the life support system is too hazardous to approach on foot, so make sure to deploy repair robots. Please hurry. Copy that, en route. Also, ich soll das Solarpanel wieder online bringen und ja, die Sauerstoffversorgung. The meteor strike has crippled our base and shut down oxygen production. You need to repair the damage immediately. Here's how oxygen production works. The solar panels absorb energy from the sun. Power cables and couplers transfer this energy to the power distributor. The distributor powers the life support system, which creates oxygen that is piped to the living quarters. Damaged equipment is indicated by a colored icon on your map. You must repair our base and restore oxygen production. Go to the equipment shed to get supplies. There's work to be done. Okay, also ich soll ein Damage Piece finden. Coupler is going critical. It's quickly prevent. Schnell! Nicht in die Luft fliegen! Ah, so ist schon besser. The lights on the equipment display the power flow of the component. Green components are receiving power. Left click. Berlin Lodge need for repair. Super! Und nun? Wo kriege ich das Ding her? Super, dann fliegt mir das Ding gleich in die Luft. Verdammt! Okay, wo ist diese komische Equipment-Box? Die war doch hinter mir. Okay, das ist Command Center. Das heißt, dass da drüben muss die Equipment-Box sein. Ja. You run out of time. The coupler is destroyed. Super! Power critical coupler has been cut. Ja, sauber. Use telepresence at the command center. Ach, war ich zu viel? Ah ja. Settlement, equipment, over robots, repair.
Multiplayer Credits überhaupt. Was? Keine Credits? Ist aber schade. Naja. Auf jeden Fall starte ich jetzt auch schon mal die Stunde. So, und? Jetzt komme ich da nicht rein. Ja, ist das jetzt die Equipment Box oder nicht? Equipment Sheet. Ja, ist es. Aber ich krieg nix. Jedenfalls nicht von der Seite. Oh, wird mir ganz schwindig, wenn ich den da rumhüpfen sehe. Ah ja. Also. Equipment Sheet Access Monitor. Replace Tools. Das Ding hätte ich gebraucht. Okay, also den kann ich verwenden, um sicher die Kabel an- und abzunehmen. Das ist für Reparaturen. Ah, Bacons verhindern, dass sich das andere das sabotieren können, aber letztlich werde ich das ja als Singleplayer dann gar nicht brauchen. Toolboxes haben sowohl Wrench als auch Wielding Torch. Aha, das heißt, mit dem habe ich eigentlich beides dabei. Und dann her damit. So, jetzt brauche ich Unique Boost Hands Free. Right click to drop. Ah, super. So, kann ich jetzt den Dingstums da hinlegen. Und kann das Ding dann weiter bedienen. Konstruktrobot. Okay, also ich kann die Roboter benutzen mit mehr Dingsbums. Robot comes equipped with an arm attachment, can pick up light equipment and quickly transported around Lunar Base. It can safely repair damage component on the power distributor and life support system. Right click to drop the case. Left click on the case and select deploy to control the robot. Ja, am besten ich bleibe ausgezoomt, weil das jedes Mal rein und raus zoomen. Not enough space. Okay, wie viel Platz brauche ich? Auf jeden Fall sehr schneller unterwegs als ich. The battery piece as you use your robots. Wo habe ich die Energieanzeige? Ah, da oben links. So, kann der das da reparieren? Wahrscheinlich nicht mehr. You're far away from your unit. If you lose the signal, you won't be able to control. Oh, super. Das heißt, ich kann den nur benutzen, wenn ich dichter dran bin. Zack. So, also Kontrollstation aufnehmen und woanders hinstellen. Sehr lustig. Ups, mach noch einen Sprung. Springst gar nicht. Also, dicht daran. Deploy RCU. Zack, Koffer wieder aufgestellt. Und wieder rein da. So, also, Light Damage. Repair. Repair circuit capture repair problems. Was? There is a potential bypass to the circuit that will save you repair time. Left click on one end of the circuit and move the mouse to solder a connection to the other end. Jetzt hat er schon automatisch gemacht. Jetzt ist das mal per Damage Component.
coupler is now fully functional. There's still an extensive amount of damage along the power network. Use your welder to fix any damage. Robot cannot interact with this object. Super. Okay, also da hinten waren auch noch kaputte... Meine Güte, ist das toll. Da ist noch eine Toolbox. Okay. So hilft mir der Roboter auch nicht wirklich weiter. Und wenn ich gewusst hätte, dass da unten eine Toolbox ist, hätte ich ja nicht extra eine holen müssen. Ja, ist ja gut. Jetzt kann er doch wieder springen. Achso, solange ich was in der Hand habe, kann ich nicht springen. Hüpf, hüpf. So, also wenn da hinten ein Kasten steht, mit dem ich interagieren kann und Werkzeug rausholen kann. The damaged solar array is just ahead. All of the components along the solar panel's power line must be functional before the power distributor receives energy. More energy means more oxygen. Get bench. So, dann gucke ich mal, ob ich jetzt hier das Ding da dran setzen kann. Okay, pick up. Okay, lass schmeiß weg das Teil. Pick up. Nein, nicht fallen lassen. Oh. Komm schon, nimm das Ding wieder hoch. Egal. Also einmal bitte anschließen. You cannot perform this action. Aha, und wieso nicht? Muss ich irgendwie dichter daneben liegen? Inside. Wenn ich direkt davor stelle, geht's nicht, aber wenn ich seitlich daneben stehe, geht das oder wie? Ja, genau. So, French wieder hochnehmen. Und einmal verbinden. Das Dismount ist... Okay, hier. Secure Hose. Hose? Naja, Hauptsache das Ding ist dann ordentlich angeschlossen und das Ding funktioniert wieder. Wahrscheinlich geht mir dann... The coupler is going critical. Repair it quickly, prevent further damage. Ja, super. Ich hätte die Dinger vorher reparieren sollen. Schneller! Hol dir das andere Teil zum Reparieren! Jetzt habe ich natürlich den Roboter nicht da. Das heißt, wenn mir das vor der Nase in die Luft fliegt, wird es mir wahrscheinlich auch nicht sehr gut tun. Put away tool. Eine Minute. Komm schon. Get Welder. Und jetzt schnell Repair. Repair. Jumping, Jumping, ich komme ja schon, nicht in die Luft fliegen, nicht in die Luft fliegen. Jumping, Jumping, Noch 10 Minuten, bevor alle sterben werden.
Nein, nicht die Tetsch-Trottel. Ah, super. Was ist denn eine lange Zeit? Kannst du mir mal sagen, was eine lange Zeit ist? Nein. Koppel ist destroyed. Okay. Power to the critical coupler has been cut. Moment, dann lasse ich jetzt erstmal den da hinten reparieren. Und dann kann ich zumindest die eine Seite mit dem neuen, weil da liegt ja noch einer rum. Dann kann ich das zumindest austauschen. Oh, da ist ja noch viel mehr kaputt. The power distributor and life support system are just ahead. Only robots can access this area because of the hazardous coolant leak. Repairing these systems increases efficiency. Also ich muss die Dinger da nachzeichnen. Um 5. Okay, das heißt 27 Sekunden. Das heißt, wenn ich die jetzt nachzeichne innerhalb dieses grünen Bereichs, dann 8 Sekunden. Gespart. Okay. So funktioniert es also mit den Teilen. Gut. You have successfully repaired damage component. Sehr schön. So, jetzt ist nur noch das Problem, dass die natürlich unterbrochen sind. Und wie war das jetzt? Also wo kann ich nicht hin? Danger. Oh. Use a robot to access this area. Okay. Gut. Das heißt, hier brauche ich meinen Robby wieder. Was liegt da alles rum? Bacons, okay. So, das Teil ablegen, weil ich muss ja jetzt eh dann mit dem Ding da vorne interagieren. Los, schlott, 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 flott, flott, hin da. Control-Robot. Der ist ja wahrscheinlich zu weit weg gewesen, oder? Ne, jawohl, ich habe ihn vorher schon gestoppt. Also, wieder zurück in die Area, wo ich ihn besser kontrollieren kann. Nicht abbrechen, nicht abbrechen. So, die Frage ist, wenn der jetzt über einen so einen Schlauch fährt, geht er dann kaputt? Oder kommt er da nicht drüber? Okay, er kommt da nicht drüber. Super, klasse. Gut, aber da hinten sind ja die Schläuche jetzt unterbrochen. Das heißt, ich kann auch dazwischen durchfahren. Juhu, ich bin durch. So, was ist das? Robby hat noch genug Power. Wie lade ich den eigentlich wieder auf? Was ist das denn? Achtung! Was ist das? Emergency? Sag mir doch mal, was das sein soll. Empty Socket, Bridge Circuit. Achso, das ist wahrscheinlich das Ding, was da rausgeflogen ist. Kann der Roboter das Teil reparieren? 25% Effizienz. Nee. Also fahre ich halt drüber und versuche das Teil da zu reparieren. Der Roboter lenkt sich auf jeden Fall ziemlich bescheiden. Okay, also, White Circus, Repair. So, 23 Sekunden. Oh. 3,5 Sekunden. 9 Sekunden gespart. Gut. So, jetzt ist die Frage, wie kann ich die Lecks abdichten? Wahrscheinlich gar nicht.
So 50% Effizienz. Nein. Ja. Okay, das dauert 1 Minute 11. Das dauert viel zu lange. Jo. Okay. Oh. Das heißt, wenn ich da zu sehr gegen die Dinger knalle, gegen die Wände, dann wird die Reparatur abgebrochen. Und ich kann nichts machen, um das Spiel nochmal neu zu starten. Difficulty Level 6. Oh. Schon wieder daneben, verdammt. Also, wenn es schwer ist, sind es dann die mittleren. Also, wenn es so mittel zerstört ist. So, jetzt Difficulty Level 5. Ah, okay. Das heißt, wenn ich es einmal gestartet habe, muss ich es sozusagen innerhalb des Bereiches festhalten, also fertig bringen. Das heißt, es hat nichts damit zu tun, also ich muss die Maus nicht gedrückt halten, sondern einfach nur dann die Verbindungslinien vernünftig ziehen. Okay, das Ding ist in Ordnung, 75%. So, jetzt ist natürlich das Problem, dass das Ding hinüber ist. Und ich da natürlich nicht allzu viel machen kann dann. So, aber das heißt, hier muss ich überall mit den Teilen ran. So, jetzt ist nur die Frage, ob ich den Roboter natürlich dann noch sagen kann, dass er bitte das Werkzeug ablegen soll. So, 24 Sekunden. Das ist natürlich auch praktisch da, wo die Maus endet. Oh, verdammt. Kurzschluss. Okay. Ich glaube, für die Mondbasis wird es nichts mehr. Aber zumindest habe ich jetzt schon mal ein paar Infos gesammelt, was mich eigentlich in dem ganzen Ding erwartet. Und ich hoffe, ich kann es in einer zweiten Runde dann deutlich besser machen. So, der nächste. So, das ist wieder eine schwierige. 1 Minute 10. Neun Sekunden. Schwierigkeitslevel 6. Oh, verdammt. Wieder daneben. Das ist nicht gut. Ist nicht mehr viel Zeit, um hier die Verbindung herzustellen. Das ist natürlich ein Touchscreen, wäre da ideal. Dann könnte man einfach mit dem Finger die Linien abziehen. Dann müsste man das nicht so umständlich mit der Maus machen. Ich weiß nicht, ob sich das Ding auf dem Touchscreen spielen lässt, aber wahrscheinlich schon. Gut. So, Left-Click-Exit. Right-Left-Click-Exit, okay. Exit-Robot. So, hier war doch jetzt... Ach nee, hier nicht, aber dann hole ich mir das komische Teil gleich von hier. Den Wrench brauche ich ja nachher auch nochmal. Da hätte ich vielleicht doch weiter unten ablegen sollen. Also, ich brauche jetzt noch so ein Kopplungsenergieteil. Replace Equipment. Ja, ich brauche so einen Kuppler. So, also schnell da unten hin, wo das zweite Teil in die Luft geflogen ist. Ja, jetzt bin ich natürlich viel zu langsam. 1 Minute 16. Oh, ihr armen Astronauten. Tut mir ja echt leid, dass ich das nicht schneller hinbekommen habe beim ersten Mal. Also da hinten ist das Ding in die Luft geflogen. Und da müsste ich jetzt auch hin. Ah, ich kann ja doch noch springen. So, jetzt ist nur noch die Frage, wo habe ich eigentlich den Wrench hingelegt? Den habe ich doch irgendwo bei diesen Kabeln da drüben hingelegt. So, jetzt muss ich erstmal die Kabel da dran machen und dann kuppeln. So, Teil abstellen, Schläuche schnappen, Schlauch schnappen, Pickup. Und einmal ankoppeln. Insert. Ja, muss ich gar nicht so dicht dran gehen. Hauptsache ich kann es mit der Maus erreichen. Und kann das Ding dann markieren. So, das da
Ja, schnapp's dir, Pickup. Ja, ja, Zeit ist ganz, ganz knapp. Beziehungsweise Sauerstoff ist gleich alle. Insert. Wir sind noch nicht secured. Ist die Frage, ob da schon trotzdem Energie drüber läuft. Also wo war mein Werkzeug? Da hinten liegt mein Werkzeug. Wobei, das war das Reparaturteil. Schade. The news is not good. The system that powers oxygen generation is still down. Productivity has now officially ground to a stop. We need to try this again and restore proper functionality so we don't lose another day's work. Okay, also auf jeden Fall nochmal eine Runde. Jetzt weiß ich ja schon mal ein bisschen. Ja. Kein Problem. Jetzt weiß ich ja, was ich machen muss. Und ich weiß, dass da hinten so ein Werkzeugkasten ist. Und ich schnappe jetzt gleich schon mal den Roboter. Tools, nee, weg. Konstruktrobot. Robot ist täusch. Bin ich jetzt zwar ein bisschen langsamer unterwegs, aber zumindest habe ich den schon mal dabei. Es scheinen diesmal aber andere Dinger kaputt zu sein. Oder zumindest unterschiedlich stark. So, dann lasse ich den jetzt schon mal hier liegen, weil den brauche ich ja eh erst nachher. So. Und jetzt auf zur Werkzeugkiste. So, da hinten ist das Ding, was mir gleich in die Luft fliegt. Das heißt, am besten erstmal Energieversorgung unterbrechen, damit er nicht mehr in Betrieb ist. Also, ich brauche den Wrench, um die Energiekupplung aufzulösen. Dann habe ich nachher auch genug Zeit, um das Ding zu reparieren, weil 1 Minute 12 oder 1 Minute 26 schaffe ich hier gar nicht. So, also, Detach Cable. So, und dann ist der außer Betrieb und dann habe ich auf jeden Fall genug Zeit, genau, den auszutauschen. Und das gleich kann ich hier auch nochmal machen. Detach. Genau, weil da drüben liegt ja der, ist ja bereits einer von den Teilen verfügbar, sodass ich das nachher dann anschließen kann. Aber jetzt erstmal ja, den Robby auspacken und da hinten das ganze Zeug reparieren. Zum einen ist der um einiges schneller. Und nachher brauche ich dann aber noch einen zweiten Robby. So. Deactivate. Hä? Nein! Achso, ich konnte ja jetzt... so ein Käse. Okay, dann hat es mir das Ganze jetzt nicht wirklich was gebracht, weil ich das Ding jetzt durch die Deaktivierung natürlich wieder nach Hause geschickt habe. Na gut. Also ich muss erst das Werkzeug aus der Hand legen, bevor ich in der Lage bin, das Ding aufzunehmen. Go, 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 go. So. Also Construct Robot, das Torch. Und den brauche ich dann gleich da vorne. Mal gucken, wie weit ich da ran muss.
damit er in dem Bereich alles reparieren kann. So, Robby, auf geht's. Reparier mal ein bisschen Krimskrams da unten. Also nur die Mittelreparier-Sachen werden repariert, alles andere wird ausgetauscht. Na komm, kann doch nicht so kompliziert sein, da drauf zu klicken. Ja, Repair. Okay. So. Level 1. Level 3. Successfully 4 Sekunden saved. Yep. 9 Sekunden saved. Fünf Sekunden saved. Okay. Alles repariert dort. Ja, diesmal sind andere Sachen kaputt. Vorhin war doch der rechte, glaube ich, kaputt. Nein, andersrum. Yum. So, Repair. Löten, löten, löten. Das war knapp. Aber 11 Sekunden hat es mir eingebracht. Wird natürlich immer schwieriger, sodass ich immer weniger Zeit rausholen kann. Nein! Verdammt! Beim letzten. Super, gleich daneben. Naja, okay, in 10 Sekunden ist das Ding jetzt auch erledigt. 5, 4, 3, 2, 1, fertig. So, weiter zur nächsten. Kaputt. Ich frage mich ja, wie diese komischen Behälter da ausgetauscht werden sollen. Weil wenn ich da nicht hin kann, weil das ganze Zeug da irgendwelchen Blödsinn veranstaltet. So, okay, einer von diesen Dingern ist jetzt wieder da rausgefallen. Aber immerhin ist er nicht komplett kaputt. So, aber das heißt, die Zeit, die ich damit ja, sichere. So, das Ding kann ich das reparieren? Ja, kann ich reparieren. Cool, dann kann ich das auch schon mal fertig machen. Nur, dass ich dann einen anderen Roboter brauche, der das dann in irgendeiner Form in Ordnung bringt, beziehungsweise wieder einsetzt. 1,5, 11 Sekunden. Hey, nicht schlecht. Wahrscheinlich ist das Maximum dann, dass alle von den Teilen irgendwie nachgezeichnet werden müssen. Wobei die Teile alle gleich sind, so wie es aussieht. Ne? Ja, für die letzten 4 Sekunden lohnt sich das jetzt nicht mehr. Aber das heißt, es kommt immer wieder das gleiche Board, nur eine unterschiedliche Position von diesen Teilen. Only arm robots can perform this action. Ja, das dachte ich mir schon. Deswegen fahre ich da jetzt gleich mal drüber, damit es wieder kaputt geht. Haha. Also. Hier, nächste Reparatur. Ja, ist genau die gleiche Leiterplatine.
sollte ich ja langsam dann Erfahrungen drin bekommen. Zack. Für die letzte Sekunde hat es sich natürlich nicht wirklich gelohnt, aber egal. So, jetzt ist die Frage, da hinten rum, um natürlich auch die Rückseite zu reparieren. Oh, no, no, das ist natürlich blöd. Also gut, dann von der anderen Seite. Einigermaßen schnell ist er ja immerhin. Da reinfahren muss er jetzt nicht unbedingt. Oh, da ist noch so ein ganz kaputtes Teil. 15 Minuten noch. So, also es ist ein CO2-Filter. Den muss ich nachher austauschen. Dass wenigstens nicht für jede schon verbundene Strecke einfach mal schon mal eine Teilbonus gewährt wird, finde ich ziemlich blöd. Weil für 2 Sekunden das Ganze da zu retten, ist natürlich auch ziemlicher Käse. Ah, da sind Controller, die ich dann nachher austauschen kann, weil die scheinen ja alle in Ordnung zu sein. So, dann das Ding noch repariert. 20 Sekunden. Hm, sieht doch jetzt schon mal ganz gut aus. Und da startest du kein Minispiel. So, ist jetzt natürlich nur die Frage, ob da drüben noch irgendwas kaputt ist. Aber dann gehe ich mal davon aus, dass das soweit funktionieren sollte. So, also was liegt da jetzt? Bridge Circuit Controller. Okay, dann Exit Robot und ich brauche jetzt den anderen. Ich brauche jetzt den mit dem Arm, weil anscheinend darf ich ja selber dort nicht hin. Und dann her mit dem anderen Robot. Also Construct Robot, Robot mit Arm, More Batterie, Accept. So, dann setzen wir jetzt den zweiten Robot aus. Jump, jump. Der ist auf jeden Fall zu schwer, um damit zu springen. Deploy RCU. Was heißt eigentlich? RCU, Roboter Control Unit. Na dann, Robby, auf geht's. Lasse deinem zweiten Pedant Gesellschaft als erstes die CPU rein. Stopp, stopp. Nicht runterfallen. So, also schnapp dir mal das Teil dort. Hey. Naja, mit Zielen funktioniert es nicht besonders. Also jetzt. Ja. Schnipp, schnapp. Aufgenommen. Und eingesetzt, bitte. Insert. Genau. So soll das sein. 100% Effizienz. So, und jetzt dem da drüben noch einen neuen CO2-Filter verpassen. Naja, so ganz realistisch fährt der Roboter auf jeden Fall nicht durch die Gegend. So, nein, das Ding ist ja kaputt. Ich brauche einen... Was kommt da überhaupt rein? Ja, CO2-Filter. Oxygen Generator. CO2-Filter. Operational. Funktioniert also. So, wenn der Filter jetzt funktioniert, dann rein damit im Weg. So, Insert. Was haben wir jetzt für eine Effizienz? 75%? Was ist denn da noch los? Ist da hinten noch irgendwas nicht in Ordnung? Oh, oh. So, was ist das? Ein O2N2-Controller.
So, der ist leider im Eimer. Nein, 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 nicht Exit-Robot. Kontrollrobot. Fallen lassen und das andere Ding holen. Also ein O2N2-Controller. Das ist es nicht. Das ist einer. Ein Glück, dass das ganze Zeug daneben rumliegt. Sonst wäre das ziemlich blöd. So, bitte einsetzen. Ha, du kannst eine 90-Grad-Wendung machen, aber ich kann dich nicht in 90 Grad lenken. Super. So, okay. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, ist ja gut. Das kriegen wir schon hin. Jetzt macht der noch bitte die Reparatur da hinten. Und danach wird das neue Teil angeschlossen. Also, Robby. Da hinten gibt es noch eine Reparaturaufgabe. Oh, nein, 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 nein. Nicht kaputt gehen. Repair. Ach, 22 Sekunden, das ist ja gar nichts. Das lohnt sich nicht. Ich glaube, die Dinger ändern sich doch, oder wie? Zack, okay. Gut, aber jetzt ist es zu Ende. So. Exit Robot. Und jetzt ist mein Part. Hüpf, hüpf. So, jetzt müssen da hinten noch die beiden Dinge angeschlossen. Oh, da muss ich noch was reparieren. Ah, da muss ich noch mehr reparieren. Ja. Dann nehmen wir schon mal das Werkzeug mit. Aber vorher muss ich noch ein bisschen was in Ordnung bringen. Komm, go, 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 go. Wird schon noch recht knapp, das alles in Aktion zu bringen. So. Also den lasse ich schon mal hier liegen. Und jetzt brauche ich noch das andere Tool aus der Kiste. Ah ne, Quatsch, ich muss erstmal den Kasten hier rüberholen. Ja, bitte mitnehmen. So. Dann ist die Powerleitung jetzt hoffentlich in Kürze wieder einsatzbereit. Dorthin deployen. Attach Cable. Pick up. Das sind schon lustige Energieschläuche. Insert. Hoffentlich steckst du es nicht in die falsche Seite. Ja, ja, ich weiß. Pick up. Ach so, Moment, Moment. Vielleicht sollte ich vorher die Anlage ausschalten. Und damit mir das Ding nämlich nicht gleich um die Ohren fliegt, sobald es alles connected ist. Das wäre ja meine Idee. Ups. Also, lower panel. Ah ja. Klingt doch schon mal gut. Dann kann ich das alles noch in Ruhe reparieren und zusammenschrauben, ohne dass mir das Ding um die Ohren fliegt. Pick up. Naja, viel Zeit habe ich nicht mehr. Wird schon knapp. Also auf jeden Fall kein Wunder, dass man das... ja, nimm doch halt den anderen. Insert. Kein Wunder, dass man das zu zweit oder zu sechs und so weiter natürlich viel besser schafft, weil dann kann sich jeder um bestimmte Teile kümmern. So,
Ja, jetzt erstmal die beiden Dinger verbinden. So, secure. Genau, einmal das Ding bitte festziehen. Ich frage mich ja vor allem, was er da eigentlich festzieht. Das sieht jetzt nicht so aus, als könnte ich aber mit dem Schraubenschlüssel viel anfangen. Aber nun gut. So realistisch ist das Ganze halt dann doch nicht. Wenn ihr da einfach nur diese komische... Weil eigentlich sieht es ja so aus, als würde der einfach nur diesen komischen Hebel da zurücklegen. Solche Verschränkungsverschlüsse gibt es ja auch ganz normal irgendwie bei, ich glaube, Lautsprecherboxen oder sowas, Lautsprecherkabeln, bei solchen Anlagen. Oder auch sonstigen Stromkonnektoren für den Außenbetrieb. So, das Ding jetzt erstmal weg. Ich hoffe, dass mir das andere Ding noch nicht gleich um die Ohren fliegt, wenn ich jetzt hier Strom einschalte. Komm schon. Er kann viel höher springen und kommt nicht drüber weg. Also, Race Panel. Oh. Was? Okay. Okay, das heißt, ich muss sie erst reparieren, damit sie mir nicht um die Ohren fliegen. So ein Käse. Also, her mit dem anderen Werkzeug. Rasch, rasch, es ist echt nur noch super knapp jetzt, die beiden Dinger zu reparieren und dann Strom wieder einzuschalten und dann hoffentlich die erste Versorgung hinzubekommen, dass die noch ein bisschen Sauerstoff bekommen. Ist ja echt knapp. Also 14 Sekunden. Wird wahrscheinlich mindestens eine halbe Minute brauchen, bis ich wieder an dem Panel bin, um das einzuschalten. So, also nächstes Teil. Ist ja vor allem lustig, dass der mit dem überhaupt so ohne weiteres die Teile reparieren kann, indem er da einfach nur diesen, er aussieht wie so ein Türöffner. Und einfach mal ein bisschen und schon ist das Ding in Ordnung. Verdammt. Naja, 30 Sekunden. Okay, es ist auf jeden Fall wieder eine Stufe leichter, wenn es nochmal kommen sollte. Gut, Mittel ist jetzt repariert. Na gut, 5 Sekunden. Ich hoffe, wenn mir jetzt nichts mehr weiter um die Ohren fliegt, dass ich dann zumindest in der Lage bin, das Ding da hinten einzuschalten und in Betrieb zu nehmen. Und dann zumindest etwas Sauerstoff produziert wird, auch wenn noch nicht beide... Okay, jetzt sagt mir nur nicht, dass das andere Ding so schwer zerstört ist, dass es keine Energie mehr produziert. Ach so, Moment mal, vielleicht muss ich es ja noch reparieren. Was ist denn der Status von dem Teil? Oh je. Muss es keinen? Doch. Okay. Na dann repariere das Ding mal noch flott. Ich weiß zwar nicht, wie du mit dem Teil Solarzellen reparieren kannst. 2 Minuten?! Wahnsinn. 2 Minuten, das ist zu lange. 1,24. Oh, da kommt nochmal richtig Stresslevel auf. Weil ohne die Bonuszeit... Nein! Ohne die Bonuszeit geht das Ganze ziemlich den Bach runter. Sauber. So.
Okay, wir sind noch ein bisschen. 11 Sekunden. Immerhin kommt das Spiel hier ziemlich häufig oder ziemlich schnell hintereinander, sodass ich zumindest die Chance habe, noch ein paar Sekunden reinzuholen. Uah. 10 Sekunden. 13 Sekunden gesaved. Boah, ist das knapp. Ich hoffe, dass es dann jetzt hochnehmen kann. So. Hier ist halt die Damage Component und die ist jetzt automatisch. Oxygen will restore, will fully restored in Dingsbums, aber reicht es denn überhaupt? Okay, die Oxygen steigt. 8%. Oh, Wahnsinn, ist das knapp. Komm schon. 10%. Aber wie viel Prozent kannst du... Nein. Wahnsinn. So knapp. 6,48 war die Zeit, die sie gebraucht haben, um das Ding zu reparieren. Also zu zweit kann ich mir das auf jeden Fall sehr viel besser vorstellen, aber alleine ist schon echt happig. Drei Minuten, um das zu reparieren mit 6 Leuten, naja, da müssen sie ziemlich synchron rein. Das ist Total Online Games One. 4000 Mal probiert? Boah. You failed to restore oxygen to the settlement in time. Ja, das habe ich gemerkt. Na gut, da gilt es noch einige Abläufe zu optimieren und anzupassen, um da natürlich irgendwie schneller zu sein. Aber ansonsten, ja, denke ich, mehr ist in dem Spiel jetzt nicht so viel vorzustellen. So eine Gemeinheit. Da oben wird immer noch die Steigerung festgestellt. Und mir wird erzählt, dass ich es nicht geschafft habe. Sauerei. Echt eine Sauerei. Bin mal gespannt, was passiert, wenn das Ding die 61 Minuten erreicht hat. Die 100% natürlich erreicht hat. Auf jeden Fall eine neue Runde starte ich jetzt nicht, weil ich werde jetzt wahrscheinlich nicht innerhalb von wenigen Minuten das da durchlaufen können. Aber ich denke, ihr habt einen guten Eindruck von dem Spiel bekommen. Und ja, probiert es auch selber mal aus, ob ihr es schafft, entweder alleine oder mit anderen zusammen hier in 25 Minuten die Sauerstoffversorgung wieder online zu bringen. Und nicht nur das, wie ihr gesehen habt, es darf auch nicht nur in 25 Minuten, sondern letztlich braucht ihr noch einige Zeit, also auf den letzten Drücker das zu machen, reicht nicht, sondern ihr müsst auf jeden Fall in der Lage sein, es so früh zu machen, dass sich hier in dieser Balken noch ausreichend aufgeladen hat. Mal gucken, ob dann hiernach einfach schwupp alles aufgeladen ist. Deswegen ist es natürlich umso spannender, wenn ihr beide Linien natürlich in Ordnung bringt. Das heißt aber natürlich, statt den ersten Zirkel zu reparieren, wobei repariert habe ich ihn ja jetzt auch nicht, aber es müssen dann erstmal die Segel runtergenommen werden, es müssen die Segel repariert werden, es müssen die Leitungen repariert werden, es müssen die ganzen Sachen ausgetauscht oder repariert werden. Aber das heißt auch, die roten Komponenten, die zu reparieren, macht überhaupt keinen Sinn. Das ist, dauert so lange im Verhältnis. Da wäre natürlich die Frage, könnte ich die Sonnensegel austauschen? Weil das waren ja jetzt, glaube ich, 1,5 Minuten. Also da ist es extrem wichtig, dieses Lötspiel hinzubekommen. Ich glaube, Astronaut Eva ist wahrscheinlich meine Ausrüstung. Das heißt, ich gehe mal hops, weil ich nur 25 Minuten Sauerstoff habe. Okay, aber soweit für heute. Ich werde es selber noch mal ein bisschen ausprobieren und schauen, dass ich es natürlich wenigstens einmal geschafft bekomme. Aber für diese Folge werde ich das jetzt nicht machen. Bis zur nächsten Folge von Angeschaut und Ausprobiert. Macht's gut. Tschüss.